Endlich gibt's wieder Fußball im Stadion. Ist das geil! Seit März war ich nicht mehr irgendwo an einem Bolzplatz und konnte mir ein Fußballspiel anschauen. Heute ändert sich das. Die Saisoneröffnung der dritten Liga steht an. Erster FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Und ihr seht es schon, wir sind am legendären Betzenberg. Das Geile ist, ich werde nicht nur auf der Tribüne sitzen und mir das Spiel als Fan anschauen. Wir dürfen hinter die Kulissen, wir dürfen uns Sachen anschauen, die man so als Fan normalerweise nicht darf. Also, ich verliere mal keine Zeit. Maske ist da, da hinten gehen wir jetzt rein. Los geht's. So, die Einlasskontrolle ist vorbei. Natürlich herrscht hier Maskenpflicht. Und ich habe so ein Leibchen bekommen, das muss ich dann später am Spielfeldrand anziehen. Eine Sache muss ich euch zeigen. Der Betzenberg ist ja, wenn man so will, der höchste Punkt der Stadt. Und von hier sieht man tatsächlich die ganze Stadt. Das ist sehr, sehr geil. Ein schöner Ausblick. So, und es ist nicht so weit bis zum Spielfeldrand. Da gehen wir jetzt schnell hin. Oh, ich bin richtig heiß drauf. Bin ich schon im Innenraum des legendären Fritz-Walter-Stadions. Unglaublich, ey, wow. Schaut euch das mal an. Hier hat der FC Kaiserslautern in den 90er Jahren eine deutsche Meisterschaft gefeiert. Hier fand die Weltmeisterschaft 2006 statt. Und vor ein paar Wochen feierte die zweite Mannschaft des FC Bayern hier die Drittligameisterschaft. Und da sind wir schon beim Thema. Ich habe gehört, die Trophäe soll hier sein von der dritten Liga. Die will ich heute noch in die Finger bekommen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich würde es zumindest mal versuchen. Und ich habe einen Plan und ich nehme euch mit. Also, los geht's. Jetzt stellt euch mal vor, es ist 17.40 Uhr. Hier stehen die Mannschaften. Sie gehen dann raus aufs Feld und ein paar gehen dann, naja, auf die Bank. Und ihr kennt mich, ich bin jetzt auch nicht der beste Fußballer. Oh, ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich beim 1. FC Kaiserslautern spielen würde, als erstes mal auf die Bank setzen und von dort aus chillen. Und der Überblick, der ist schon geil. Du hast eine Tribüne vor dir, zehntausende Fans, gut, heute leider nicht. Das ist schon ein ganz geiles Feeling. Also einen Tag wäre ich schon gerne mal Profifußballer, das muss ich sagen. Wahnsinn. Jetzt sind wir in den heiligen Hallen und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier ist die Heimat des Zeugwarts. Das ist alles fein säuberlich sortiert nach Spieler, Winkler, Zug und wie sie alle heißen. Die Schuhe kannst du dann im Training nehmen, im Spiel nehmen etc. Und ganz interessant, jeder putzt hier die Schuhe selber. Also da ist nicht irgendwie jemand da, der nur die Schuhe putzt den ganzen Tag. Nee, das müssen die Spieler selber machen. Und was ich sehr, sehr geil finde, das hier ist so die Kruschkiste mit Sachen, die nicht mehr gebraucht werden. Also alte, kaputte Schuhe oder auch Handschuhe von Spielern, die nicht mehr da sind. Schaut mal, von wem das hier ist. Lennart Grill, mittlerweile bei Bayer Leverkusen. Also, das ist schon spannend. Und jetzt kommen wir zu den Trikots, denn ihr wisst, ich bin so ein kleiner Trikot-Nerd, habe ja das ein oder andere auch bei mir zu Hause. Hier im Schrank werden die alle gelagert. Für den Verbandspokal, für den DFB-Pokal. Und es gibt einen wichtigen Unterschied zur Bundesliga. In der Bundesliga sind die Nummern ja riesengroß im Vergleich zum Fanshop. Aber in der dritten Liga sind die identisch. Also wenn ihr im Fanshop eins kauft, ein Trikot, dann ist die Nummer identisch groß. Und hier werden die dann für die Spieler gemacht, hier in diesem Raum. Diese Presse gibt es, die gibt es auch im Fanshop ganz normal. Da ist nichts anders, aber trotzdem, das ist halt wirklich ein Ort, an den kommt man normalerweise nicht. Und das ist schon extrem cool. Ein Mann darf natürlich nicht fehlen bei so einem Spieltag, denn ohne den läuft hier gar nichts. Der Schiedsrichter Martin Thompson, servus. Hallo, grüß dich. So, hier seht ihr ihn. Sag mal, wie läuft so ein Spieltag für dich ab? Also ihr wart jetzt gerade hier auf dem Rasen unterwegs, was macht ihr da genau? Ja, wir schauen uns zunächst einmal an, wie der Platzaufbau ist, gucken dann, ob die Eckfahnen da sind, ob die Tornetze in Ordnung sind, ob da Löcher sind, die vielleicht noch vor dem Spiel präpariert werden müssen, ob die Linien alle da sind, ob alles vollständig ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich in der dritten Liga immer vorhanden. Was für ein Unterschied ist es auch für dich vor Fans jetzt wieder zu Schiedsrichtern? Denn mein Gott, also jetzt die letzten Monate war es ohne Fans. War das komisch für dich? Also ich sag ganz ehrlich, das Schönste ist, wenn man einläuft und das Stadion ist laut. Das hat total gefehlt und das fehlt total. Und darauf freue ich mich auch heute ganz besonders, dass halt hier dann noch knapp 5000 Leute da sind, dass wir dann irgendwie das, auch das Fußballfest wieder gemeinsam erleben. Wie gehst du dann auch mit Fehlern von dir um? Das lernt man relativ früh, dass es
ja, dass es leider dazugehört. Ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel letzte Woche ein Pokalspiel, da war bei mir auch nicht alles glatt. Mhm. Und es ist auch immer so, wenn man in die Saison reinstartet, das ist einfach so. Die Mannschaften hatten vorher nur Testspiele, wir hatten vorher nur Testspiele und heute geht es dann endlich los und man fiebert dem eigentlich genauso entgegen, wie wir oder wie die Mannschaften dem auch entgegenfiebern. Fehler gehören leider dazu. Ich versuche sie bestmöglich zu verhindern. Und wenn ich einen Fehler mache, dann hoffe ich immer, dass er nicht spielentscheidend ist. Dann hoffe ich, dass es jetzt keine Fehler geben wird. Viel Erfolg dir. Danke. Vielen Dank. Jetzt kommen nach und nach die einzelnen Spieler raus und wärmen sich auf. Die Torhüter sind schon da. Und nun ja, da hinten kommen sie ja dann raus. Ganz wichtig, in der Corona-Zeit darf, sobald ein Spieler aus dem Spielertunnel kommt, niemand sonst, also niemand, der zur Mannschaft nicht gehört, darf dann hier lang gehen. Das bedeutet, die Spieler werden also komplett abgeschottet und wir sind quasi von ihnen abgetrennt. So, und meine lieben Leute, ich habe schon gesagt, ich will diesen Pokal sehen und ich habe gehört, er ist da und jetzt sehe ich ihn auch. Oh, hört ihr das? Das ist die Reaktion, weil wer kommt ja? Die Dynamo-Spieler. Ah, das ist so geil, ich bekomme so ein bisschen Gänsehaut. Leute, ich habe so vermisst, dass Fans im Stadion sind. Es ist unglaublich, dieses Gefühl. Auch wenn es jetzt nicht so viele sind, aber zumindest ein paar. So, aber was ich ansprechen wollte, da vorne ist der Pokal. Da vorne. Schaut euch den mal an. Hier ist er, der Pokal. Jetzt muss ich nur noch da irgendwie hinkommen. Die Kollegen vom Fernsehen haben den gepachtet. Ah, ich muss mir noch was einfallen lassen. Hey Leute, ich bin jetzt hinter dem Tor, das Spiel hat gerade begonnen. Und es ist Ich meine, das sind nur knapp 5000 Fans, aber trotzdem, hey, die Stimmung ist da und man merkt auch den Leuten an, dass sie Bock haben, wieder endlich im Stadion sein zu können. Es fühlt sich gut an und man sieht auch, die Leute halten Abstand. Also nur Familien sitzen zusammen, ansonsten schön Plätze dazwischen. Es ist krass. Es ist einfach krass. Viel zu jubeln hatte der 1. FC Kaiserslautern nicht. Eine 0:1 Niederlage gegen Dynamo Dresden zum Auftakt. Ja, ganz interessant fand ich, wie die Fans jetzt abgefertigt wurden, in Anführungszeichen. Also blockweise durften sie das Stadion verlassen, damit einfach draußen nicht alle auf einmal aufeinander prallen. Ansonsten, ja, würde ich jetzt mal sagen, ich habe noch nicht Feierabend, denn jetzt gehen wir mal auf Stimmensuche und die Sache mit dem Pokal, die stört mich immer noch. Ich muss den irgendwo finden. Jetzt habe ich die Stimme des Stadions bei mir, den Horst. Grüß dich. Hallo. Als erstes mal eine ganz entscheidende Frage. Wie kommt man zu so einem Job? Ja, man fängt mal ganz klein an und irgendjemand hört dann die Stimme und findet, die ist ganz okay. Und dann kriegt man mal ein Angebot, das war damals aus Mainz. Dann bin ich zu Mainz 05 gegangen, von 91 bis 94. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, hier nach Kaiserslautern zu wechseln. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Also schon seit einer Ewigkeit Stadionsprecher. Wieso liebst du diesen Job so? Ich liebe den Fußball und ich bin Fan des Fußballs und ich habe in Kaiserslautern natürlich ganz viel erlebt und ich habe diesen Verein lieben gelernt und auch die Fans lieben gelernt und wir sind eigentlich schon eine verschworene Gemeinschaft und hoffen auf bessere Tage. Leute, ich habe den DFB so lange genervt, bis sie extra für mich dann nochmal den Pokal aufgebaut haben. Da ist das Ding, da ist es. Ah, oh, großartig. Diesen Pokal, den hat der FC Bayern hier in diesem Stadion vor nicht allzu langer Zeit in die Höhe gestreckt. Ey, das ist schon ein wunderschönes Teil. Schaut mal da in den Hintergrund. So schaut es von hinten aus. Man sieht ja normalerweise nur von vorne. Und eingraviert der MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, der 1. FC Magdeburg, der VfL Osnabrück und natürlich der FC Bayern München 2. Ganz entscheidend. Ach ja, Ziel erreicht, Ziel erfüllt.
Also, einen Haken dahinter gemacht. Wenn ihr jetzt noch mehr Vlogs sehen wollt, dann ist es gar kein Problem. Können wir möglich machen. Gebt einen Daumen nach oben, lasst gerne ein Abo da. Und hier ist jetzt noch ein aktuelles Video von den Kollegen von Das schaffst du nie verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.